Ich habe mir das Album von Merkules gar nicht angehört vom letzten Jahr. Alles zieht an mir vorbei. Hallo! Uglu! Wunderschönen guten Tag. Tag zusammen und Tukulu. Was geht? Heiner! Kann man mich hören? Ich habe heute Subway gegessen, ich habe auch Cookies hier, aber ihr kriegt keine. Weil ihr seid böse. Oder seid ihr lieb? Uglu! Beutlin! Heute ist Weltfrauentag, ne? Ist wirklich, ne? Happy Fräulein Day. Yeah. Boah, die Cookies bei Subway sind anders geil. Ist doch so, Alter. McDamien oder wie die Dinger heißen. Oh, Bruder. Ich hab noch welche. Macadamia Cookie, ja, Mann. Die sind Killer einfach nur. Die haben zwar 50 Millionen Kalorien pro Cookie, aber scheiß drauf. Ja, wunderschönen guten. Der Boulevard, Dankeschön für den Prime im 20. vor 30 Minuten. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, ich muss noch essen. Ich wollte in Ruhe essen noch, damit du Bescheid wisst. Hallo JTB. Bionic, Dankeschön für den Wisdom im 5. Hukulu. Papierkorb, danke für den Wisdom im 4. Schlappi, danke für den Wisdom im 3. Jasper Lelelelele, danke für den Prime im 36. Cheddar Moses, danke für den Resub im 34. Ja, moin. Squeezy, danke für den Resub im 12. Bebe, ein Jahr mit dir. Ich küsse deine Augen, mach weiter so. Boah, ein Jahr schon, ne? Die Zeit vergeht echt schnell, ey. Das sag ich dich aber. Planet X, danke für den Prime im 24. Space Pirate, danke schön für den Resub im 45. Alter. Holy fuck. Und Pink Foxy, danke für den Resub im 2. Weil wir so böse sind. Hi, was geht? Was geht, Motzon? Johnny, guten Abend. Spicy, Bucky, Jay, Alpino, Ugantor, hallo. Why is this serious? Ich habe heute den YouTube-Channel von Jasper Leder gefunden. Oh Gott, verliebt. Ja, guck dir mal die Frack-Movies von dem an. Dieter, hallo. Pink Foxy, hallo. Colo, Fabian, Da Vinci, guten Abend. Masti, guten Abend. Iron Patriot, guten Abend. Was geht? Noch nicht viel. Wer bist du? Ich bin Curtis. Ich bin Meister im Dutschen. Habt ihr ja gestern gesehen. Selbst Peanut ist Meister im Dutschen, Alter. Hotte Black, hallo, Sweat Blacks, Jazz, hallo, Sergeant Obi, Dan Mac, The Oma, hallo, Zeit für 4 Jahres-Badges, ja, mach ich. Basic, hallo, Kölsch, hallo, Extaler, hallo, Tuscani, hallo, Mr. Game Ast, hallo, The Cure 94, hallo, Hausi, guten Abend, Hotte Black, guten Abend, und Schlappi, guten Abend, und Marci, guten Abend, wer ist noch alles da? Meldet euch zu Wort. Peanut Emote? Boah. Muss ich überlegen. Muss der mir sagen, was ich machen soll? Dann mache ich das. Dann ist kein Problem. Hallo, Opa Willy Wonka. Checks LP, hallo. Tomarin, Chip, hallo. Chip, hattest du mich angeschrieben im Discord? Das ist nur mal geschrieben. Ja, Schattenbund heißt im Discord auch Schattenbund. Wenn du auf der Suche nach dem bist. Dieser Till, hallo, Virus oder Virus, hallo, Soa-App, hallo, Ernie, hallo, Squeezy, hallo, der Nullinger, hallo, Servus, der Rallo, Stenzi, hallo, Alex, 719, Merlin, Kürn hatten wir, Hayes, hallo, Mr. Roland, hallo, Manson, ist der Uwe auch da, was für ein Uwe, Bruder, Primex, hallo, was ist los, war auf dem Klo, der Chip hat dich gesucht im Discord, Schattenbund, Kara, Kara Ace. Hier wurden 10 Subs gegiftet. Ja, Moment. Ich lese vor. Aber wunderschönen guten Abend. Ich möchte euch alle begrüßen, ja? No Name Wizard, hallo. Eichenstein, hallo. Gesundheit, hallo. Wer ist noch da? Wer ist noch da? Kabotka, hallo. Guten Abend. Kara Ace, vielen lieben Dank für 5 gifted Subs. Dankeschön. Und die Leute bedanken sich bitte auch dafür. Und Bucky, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Ebenfalls. Auch da sollen die Leute sich bitte bedanken. Und Ronaldinho, danke für den Prime 5. Hukulu. Und Squeezy, danke schön für den Gifted Sub an. Mad Minister. Ja. Danke. Dankeschön. Was geht? Geht's euch gut? Mir geht's gut, ich hab auch Bock. Heute gibt's Double Date im EP mit Big Peanut und Twinkie. Und mit Arthur. Und wie die anderen heißen, weiß ich nicht.
Und wir werden angelernt als Taxifahrer. Falls ihr gestern nicht dabei wart. Goji, guten Abend. Und Chris Tales, guten Abend. Ja. Hallo, Waffelkuchen. Heute wird anders wild, freue ich mich. Ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall großen Hunger. Allergie kickt rein, sonst gut, was für eine Allergie. Like, was geht daran? Dr. Waffelkuchen, Dankeschön für den Prime im 23. Ich habe auch nicht viel zu erzählen. Wir gehen gleich einfach direkt in eine Pimmes rein. Ich komme eh schon zu spät. Einen wunderschönen Cara ist. Ja, wünsch dir auch. Kommst du wieder zugucken? Alles gut, außer dass mein Prime nicht frei ist, warum auch immer. Wie wird Dungeon jetzt sagen? So, für Kühlschrank ist heute Oma und Jay zuständig und Alpino. Wenn er Tinkepäckchen wollt, müsst ihr die fragen. Weil ich habe den Kampf ja schon verloren. Hab gerade meinen Stuhl geschrottet, sonst geht gut. Wie hast du denn das geschafft? Grüße. Diese Heuschnupfen. Heuschnupfen? Fängt das jetzt schon an? Ich habe auch Heuschnupfen, aber ich merke noch nichts. Curtis darf gleich wieder mit Cooper und Crack zocken. Süchtigen Super Mario, süchtigen, er gibt keine. Warum nicht, Oma? Müsst ihr euch bei der Oma beschweren, wenn die keine Tinkepäckchen rausgibt. Böse Oma. Schau mir jeden VOD an. Freut mich. Du hast gestern gesagt, Tinkepäckchenverbot für 2 Tage. Deshalb sage ich ja jetzt, die Oma und Alpino und so übernehmen das. Weil ich darf ja hier kein Verbot aussprechen, ist ja nicht Mainstream. Setz mich rein und unten die Schweißnaht ist gerissen. Ach du heiliger Bimbam. Ich bekomme immer Tag zusammen. Was geht ab, Lord Putzelbaum? Tinkepäckchen kosten jetzt 2500 Kanalpunkte. Wir müssen sparen. Ich glaube, die hat hier jeder. Charles, danke schön für den Wieser am 28. Warum kommt die Anzeige dafür nicht? Ah, da ist sie. Fast 3% des Eises der antarktischen Gletscher sind aus Pinguinurin. Ähnlich. Was ist das schon wieder her? Bei Oma beschweren bist du irre. Ist wie sich von einem Zug zu werfen, kannst du nur verlieren. Oh, oh, oh. Da kommen die Punkte reingeknallt. Rippstuhl, er hat 9 Jahre gehalten. Vielen, vielen Dank nochmal, Erdnuss. Grüße, Ronny. Pinsel, du bist mein Freund. Was geht ab, Juri? Guten Abend. Tut. Ja, ich habe gestern nicht mehr so viel beim Pinsel zugeguckt. Ich musste noch schnell ein Stündchen grinden in eine Guild Wars Pommes. Für mich selber. Ich hoffe aber, der hat sich gefreut und ihr habt euch benommen. Wart heute Peanut? Ja, na klar. Bruder, was soll ich auf Curtis? Da geht nichts ab. Diese Ging-Ging-Pommes, Alter, es gibt keine Ging-Ging-Pommes mehr. Kein Bock im Kreis zu stehen. Ich will Abenteuer erleben. Ich will Spaß daran haben. Das ist echt langweilig. Nee, nicht mehr bei meiner Ausreise. Ist er da. Ja, Bruder, soll ich Meta machen oder was? Soll ich mir die Informationen außerhalb vom RP holen und dann extra ins RP gehen? Wie die aus? Außerdem reist du gar nicht aus. Du hast eine eigene Insel, wo du hinfliegst. Du bist trotzdem noch zu erreichen und alles. Du alten Lügner. Findest du Guild Wars 2 besser als WoW? Boah, beide haben Vor- und Nachteile, ne? Aber bei... Boah, Bruder. Guild Wars ist so interaktiv. Bisschen unübersichtlich, wenn man neu drin ist, also wenn man neu anfängt. Aber macht schon Bock. Allein die Mounts, ne? Ich habe gestern meinen Mount bekommen. In Guild Wars. Das ist eine ganz andere Welt als die Mounts in World of Warcraft so. In Guild Wars 1000-mal besser. 1000000-mal besser. Ne, ich habe einen Polizeiheli. Ja, aber du reist doch nicht aus. Bruder, ausreisen ist, wenn du den Server verlässt und abhaust. Ich habe GW vorhin angezeigt, ich bin so lost, da waren wir auch, Alter, ohne Witz. Am besten spielst du immer die Klassen so bis Level 11 und guckst, was dir gefällt, Bucky. Und guckst im Internet nach. Ich bin immer noch lost. Öy, das ist WoW-Shaming. Naja, WoW ist Liebe für immer, aber. Puh. Ist es schwer, in GW reinzukommen? Hab's mir überlegt, mal anzufangen, weil ich noch nie solche Games gezockt habe. Oh, Teddy, ja. Also, Real Talk, ja, ist... Selbst für mich, ne? Ich habe WoW gezockt seit Classic damals schon. Und ich bin da manchmal einfach am Zweifeln.
Aber zum Glück haben Mila und ich haben einen Schattenbund, der sich da gut auskennt. Und Jack auch. Jack hat auch irgendwie, ich glaube, 6.000, 7.000 Stunden in dem Game und Schattenbund noch mehr. Das ist echt nicht wenig, was man da am Anfang so alles erfährt. GW steht hier gerade übrigens für Gang Wars, ne, für Guild Wars, du Knallkopf, du. Dandy, Dankeschön für den Prime im 7. Und hallo Lukas aus Block. Was für Level bist du jetzt? Ich bin gestern auf 80 gekommen. Was hast du gesagt? Wo ist der Juri? Was erzählt der mich da? Aber da siehst du ja, Bucky, Schattenbund bietet sich an, der erklärt. Das ist schon sehr so, wenn du aus der WoW-Szene kommst oder allgemein aus der MMO-Szene, ist das schon sehr komplex. Weil in Guild Wars ist das so, du hast den Charakter und nimmst ein Schwert in der Hand und hast dann gewisse Skills und dann nimmst du ein Dolch in der Hand und die Skills ändern sich dann wegen der Waffe. Und du kannst zwei Sets von Waffen anziehen. Einmal hast du ein Zweihandschwert zum Beispiel an und kannst die Waffen dann switchen. Und dann hast du zum Beispiel einen Stab an und dann hast du, das ist kompliziert. Ist doch nicht so einfach. Aber macht Bock. Reeps, Dankeschön für den Prime im 17. Ich küsse eure Herzen. Hallo Crazy Christ. Sowas einfach nicht spielen, Bucky. Da siehst du nachher aus wie Curtis mit den langen Haaren und der Plauze. Von vielen Dunnen. Ich hab keine langen Haare, Oma. Hallo Karim. Ist schon sehr komplex, aber macht Bock. Und ist free to play, ne? Und ist kein Pay to Win. Aber ich glaube, jeder, der da bis Endlevel spielen wird, weil denen das Spaß macht, wird sich die zwei Add-ons auch kaufen für das Game dann. Hast du frische Seiten? Nein, ich habe Glatze komplett. Ich habe Genix, Junge. Ich habe nur Vollbart. Brainloids, Dankeschön für den Prime-Elften. Genix, Teddy, Genix. Ich habe aber einen Langbart, ja, das stimmt. Nekromant ist meine, habe ich heute auch gezockt. Ich habe nämlich einen Boost frei gehabt. Ich habe mir Nekro gemacht. Ich will mal andere Klassen noch angucken. Deutsche Tubov. Hört sich nice an, aber wenn ihr nie vom WoW wegkommt, habt ihr schon knapp 400 Mauts. Oh, glaub mir, Bruder. Das ist... Try's einfach, wenn du Bock drauf hast. Klar, kannst du durch den Bart streichen und mir Bild zukommen lassen? Nein! Nein! Wir gehen jetzt in die Pommes. Ich bin weiter, aber hallo, sagen geht immer. Was geht, Nate? Guten Abend und viel Spaß bei dem, was du immer tust. So, Merkules, du hältst die Klappe. VOD-Sound ist an. Steam ist an. Raja MP. Jetzt müssen wir prayen, dass ich keinen Knebel gefressen habe. Denn ich habe heute die Information bekommen, dass sich gestern bei gewisse Leute beschwert haben. Bei News-Seiten der RP-Szene. Dass das der absolute Müll ist, was wir auf Unity da veranstalten mit dem Car-Crash-Ding da und so. Da wollte jemand unbedingt, dass darüber ein Beitrag geschrieben wird. Zeig mal Haarroutine. Mann, Alter, diese Szene, ne? Stellt euch mal vor, euch ist so langweilig, dass ihr irgendwelche Streams dann guckt, von irgendjemandem, egal wem. Und da einfach nur abwarte, bis irgendwas Dummes passiert. Und es ist egal, was für ein Server das ist, ob der Hardcore ist, Softcore oder so. Und dann rennt ihr zu der Bild der RP-Szene und sagt, hier, guck mal, der ist mit dem Auto gegen die Bande gefahren mit 30 km/h. Das ist ein Beitrag wert. Nee. Hallo? Grand Theft Auto? Okay. Grand Theft Auto 5 reagiert nicht mehr. Waikiki? Ich bin nur hier, um dich zu reporten. Dankeschön. The Lancelot, Dankeschön für den Prime im 20. Spiele gerne, RP Polizei. Was haben die Leute eigentlich früher zu GTA Live-Zeiten gemacht? Selbst da gab es schon Crash Derbys, gar nichts. Weil er da vollkommen egal war und sich keiner drüber aufgeregt hat. Ich erinnere mich als Erinnerbärer an so Situationen, wo wir
über dem Schwarzwasserwillengelände aus dem Helikopter gesprungen sind. In den Pool reingekloppt sind und so. Und das hat keine Sau interessiert. Und alle haben sich totgelacht. Und danach wurde einfach normales RP weitergespielt. Weißt du, wie viele Stunden du in GTA hast? Mit Online-Modus zusammengerechnet. Plus RP. Boah. 7.000, 8.000 Stunden locker. Locker. Ich habe ja schon vor RP GTA gezockt, damals zum Release. Online-Modus. Früher war es viel angenehmer, war teils besser als heute. Ach, heute ist immer noch gut. Oh fuck, ich muss Peanut einstellen. Man muss den Quatsch einfach nur ignorieren. Sag, was geht? Armen der Kuh, Alter! Voice check. Notification gang, we lit.